Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Wir haben zusammen mit den Quen Ted Farrows düsteres Geheimnis aufgedeckt, sehr düster. Haben ein paar Leichen hinterlassen, aber sonst ist alles gut. Alva hat sich uns angeschlossen. So, und die ist jetzt zu uns zur Basis. Ich habe beim letzten Mal angekündigt, hey, wir gehen jetzt direkt zur Basis, aber eigentlich würde ich fast sagen, nee. Hier gibt es ja noch einen Langhals zu entdecken. Da unten. Was ist das? Landfall. Der Langhals, genau. Hier gibt es noch einen Langhals zu entdecken. Und da unten ist auch noch die Stadt. Ich glaube, wir hatten zuletzt unser Reittier verloren, ne? Wir haben jetzt gerade keins. Das müssen wir uns auch noch besorgen. Ich würde tatsächlich erstmal schauen, dass ich hier unten jetzt nochmal zumindest den Langhals mache. Oh, ich habe doch noch einen Stürmer. Hier ist noch eine Überwachungsdrohne. Aber eine Quest scheint es nicht zu geben. Vielleicht, wenn wir rein hoppeln. Wir können auch einfach rüber teleportieren. Nee, ist ja direkt ein Lagerfeuer. Wir müssen ja gar nicht hier mit dem Reittier los. Fällt mir gerade so ein. Aber wenn wir in der Stadt sind, ob wir da vielleicht auch noch eine Quest kriegen könnten? Das könnte natürlich sein. Na? So, Schnellreise. Und zwar hier runter. Dann gucken wir hier erstmal vorbei. Und dann schauen wir mal, wie man den Langhals hier macht. So. Ja, es gibt Quests. Sogar relativ viele. Hey, du bist zurück. Hier gibt es noch ein Gerücht oder zumindest irgendwie eine Nachlese von der Hauptquest. Auf ein Wort. Naja, ich will gerne mit dir reden. So. Meine Kollegen haben westlich von hier alte Ruinen gefunden. Drinnen wollen sie ein Relikt der Ahnen gesehen haben, konnten es aber nicht erreichen. Vielleicht kann eine lebende Ahnen tun, was andere nicht vermochten. Vielleicht. Wenn ich mal in der Gegend bin. So, so. Die Insel der Türme. Ja, hier sind noch zwei Quests. Gut, die merken wir uns. Hier kann man noch Outfits kaufen. Irgendwo. Hey, auf jeden Fall Ausrufezeichen. Taru Grabessängerin. Nora Angreiferin. Das hat das auch. Osseram-Gardistin. In ihre Gesundheit, Nahkampf, Mut bei Aufprall, Trankgeschick. Ah, ein Katscha-Händler. Auch nicht schlecht. Aber Feuer und Blitz kommen schon ziemlich häufig vor. Ja gut, dafür halt Stoßschaden, Nahkampfangriff. Ja, lassen wir es erstmal. Ich würde jetzt wirklich sagen, wir gehen jetzt erstmal den Langhals abchecken. Und dann gucken wir mal vielleicht nach ein, zwei Quests hier im Ort noch. Wo ist denn jetzt das Feuer hin? Da. Und vielleicht auch noch in unserer Basis. Vielleicht eine Quest erstmal da. Ich will jetzt nicht wieder alles mit Quests, mit Nebenquests voll batschen. Aber wie gesagt, ich finde sie halt einfach schön. Die meisten gefallen mir ziemlich gut. So. Ich hoffe, der ist nicht allzu aufwendig. Okay. Das werden wir jetzt sehen. Wie komme ich denn da runter? Galoppe, 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 hopp, hopp. Klingt ganz schön, der Marker, ne? Ich krieg immer noch das Signal. Welches Signal? Das
So, und der müsste dann hier für alles zuständig sein. Da fehlt mir aber auch nur noch dieser blockierte Langhals, ne? Der ist ja immer noch blockiert, oder? Ich weiß es nicht. Wir schauen jetzt erstmal hier. Um alles andere kümmern wir uns später. Ist aber auch sneaky hier, ne? Das muss der Langhals sein, der das Signal sendet. Man hat mir gesagt, dass ich ihn finde. Kann ich einfach hinschwimmen oder ist da was im Wasser? Da haben wir schon mal einen, mit dem ich mich nicht anlegen will, eigentlich. Grau habe ich da. Ich sollte mich vorsehen. Genau. Na also. Das war ja einfach. Ah, ich hätte mich noch mal im Ort aufrüsten können. Habe ich jetzt vergessen. Naja. Oh, da ist ja noch einer. Hä? Ist das noch ein zweiter? Oder habe ich den nicht ganz erwischt? Wo ist er denn jetzt hin? Irgendetwas scheint den Langhals umgeworfen zu haben. Vielleicht die Strömung. Ich sollte mir den Schaden mal ansehen. Na gut, dann tauchen wir einfach hin. Wenn jetzt hier unten nicht noch was ist. Das könnte natürlich sein, dass hier unten auch noch Maschinen rumkreuchen. Rückung nicht möglich. Was? Wieso? So, gucken wir mal. Was hat ihn umgeschmissen? Hat sich halt das Köpfchen gestoßen, ne? Können wir ihn nicht einfach jetzt überbrücken? Sieht nicht so aus. Ich sollte runterschwimmen. Rück mir ein Bild von dem Schaden machen. Nur doch unten? Da ist auf jeden Fall cool. Hier ist noch was. Na? Sehr schön. So. Aber was ist denn hier jetzt? Da haben wir noch Stellen? Die wollte ich ja eigentlich scannen, aber... Ah. Nest! Na toll. Hatte ich gesagt, hoffentlich dauern die nicht so lange? Hoffentlich ist der nicht so aufwendig? Blöder Grauhabicht. So, wo müssen wir hin? Genau in die andere Richtung. Da können wir auf jeden Fall nicht hinreiten. Da hinten ist er. Wenn man den von hier erwischt, dann sparen wir uns ein bisschen Ärger. Lebt immer noch? Also. Äh.
Da hinten ist noch einer. Diese Langhalsteile müssen dort oben irgendwo sein. Ich muss sie nur erreichen. Das ist halt eine Leiter, aber... Ich glaube nicht, dass ich die von unten irgendwie runterlassen kann. Ah, hier ist eine Kiste. Kann man die schubsen? Ins Wasser? Okay. Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass sie schwimmt. Es hätte natürlich auch sein können, dass sie untergeht. Da ist doch was. Na also. Mist. Können wir so... Oh. Da ist noch was. So. Können wir die irgendwie noch im Wasser ein bisschen schubsen? Nee, anscheinend nicht. Natürlich jetzt doof. Klettert dann nur drauf. Ich könnte sie ein bisschen ziehen von drin. Soll das so machen? Ja, das geht. Doch. Doch nicht. Doch, jetzt. Ein bisschen drüber. Ah, ganz so weit hätte es jetzt nicht gemusst, aber auch gut. Wenigstens ist die Ausrüstung noch trocken. Ist sie trocken? So. Wo ist der andere? Grau habe ich das dezent im Weg. Mist. Grau habe ich, Nestor. Ob die Teile des versunkenen Langhalses wohl noch gelandet sind? Habe ich ihn erwischt? Ist er kaputt? Scheint kaputt zu sein. Okay. Ich war nicht sicher. Oh, da schwimmt aber was. Oh Mann. Ich wäre jetzt über das Seil hier hochgekommen, aber nö. Jetzt muss ich wieder ganz zurück, was? Sieht so aus. Und es ist dunkel. Wieso ist es schon wieder dunkel? So. Nichts da hoch? Ah, hier. Oder auch nicht?
Oh, Mist. Ach nee. Ach nee. Ich sehe halt wieder nichts hier. Es ist dunkel. Aha. Waren wir doch gerade noch irgendwo hoch? Es ist doch furchtbar. So, da komme ich jetzt leider nicht von hier hoch. Super. Komme ich wieder zurück. Schön. Sag mal. Für mich. Wieso springst du denn neben die Leiter? So, jetzt. Das Böse ist, dieser blöde Graue habe ich hier genau auf dem Seil liegt und ich immer Angst habe, dass das nicht klappt. So. Wie komme ich denn da jetzt dran? Jetzt hänge ich jetzt ran. Da hinten ist das Seil, aber Och Mann, so nah und doch so fern. Nein, wieso? Ich habe keinen einzigen Knopf gedrückt. Warum lässt du jetzt los? Das ist doch jetzt nicht wahr. Vor allem, wie komme ich denn jetzt hier raus? Geil. Irgendwo untertauchen und dann unten raus? Ja, okay. Mit dir will ich nicht spielen. Ich muss doch da rüberklettern. Ich kann doch gar nicht anders hier... Oder? Wir versuchen es jetzt einfach mal. Ich meine, was soll's. Es sind gleich mehrere. Oh, drei Stück. Nee. Ja, dann lassen wir das jetzt erstmal sein. Da ist ja auch noch einer. Da kommen wir nicht dran. Ich kann zumindest von hier oben vielleicht dann ran. Vom Seil aus oder so. Der will mich zwar runterschubsen, aber... Naja, okay, guck mal, hier kommen wir dran. Den hatte ich schon angeschlagen. So, sehr gut. So. Okay, ich hätte Anlauf nehmen müssen. Merkt man, dass ich leicht angenervt bin? Nein. Na dann das links, nicht rechts. Jetzt müssen mehr.
Wer hat sich denn sowas ausgedacht, Leute? Wer hat sich sowas ausgedacht? Ich hoffe, das ist nicht zu aufwendig, habe ich gesagt. Ich fange gleich an zu weinen. Ich sag's euch, ich fange gleich an zu weinen. Vor allem, es nervt mich wirklich gerade tierisch, dass es dunkel ist. Ich könnte mich auch einfach hier runterhängen lassen und vielleicht dann rüberspringen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja, kann auch einfach loslassen. Okay. Nicht hin? Das gibt's ja gar nicht. Sonst pennst du immer, ne? Wie sonst was. Aber hier ist ein brav die Klappe. So. Also. Da. Sieht aus wie das Teil, das ich suche. Eins weniger, noch eins. Ja, das, da weiß ich, wo das ist. Ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Blöderweise. Da hinten über das Seil, aber. Ich glaube zumindest, dass ich über das Seil muss. Aber wie? Wie komme ich da hoch? Ich könnte da hinten rüber, aber ich kann mich da ja nicht festhalten. Diesen Vorsprung, seht ihr? Ich komme auch sonst nirgends hoch. So, jetzt stehe ich hier. Bringt mir aber auch nichts. Okay. Schaffe ich es jetzt darüber oder nicht? Lass mich raten. Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Jetzt komme ich wieder nicht da hoch, ne? Ja. Jetzt tauch runter. Danke. Wo sind wir? Da. Es ist aber auch mehr als nervtötig töten gerade. Wo ist denn das Seil festgemacht? Kann ich von hier hinten irgendwie was erreichen? Ich weiß es nicht. Man sieht es halt nicht, weil es dunkel ist. Ich weiß auch nicht, ob das hier so nicht einfach nur eine falsche Fährte ist, ja? Und halt hier so rüberschleichen. Aber ich weiß nicht, ob ich mich da festhalten kann. Nee, natürlich nicht. Ist ja auch geil, hier sind überall 1000 Vorsprünge und sonst was. Ich kann mich auch nicht festhalten. Ey, echt jetzt. Ganz ehrlich, komm. Oh, komm.
Mist. Versuchen es jetzt mal so. Vielleicht ist das wirklich nur eine falsche Fährte. Tina hat mich gesehen. Das Problem ist, wenn die mich erwischen und ich kaputt gehe, dann darf ich den Mist bestimmt nochmal komplett von vorne machen. Ist schon mal gut. Die Frage ist, wie komme ich hoch? Gar nicht. Oh, hier ist was. Jawohl, ja. Das sieht gut aus. Das zweite Langhalsteil. Wo denn? Hier? Ich sollte sie zurück zu dem Langhals bringen. Lass mich schön in Ruhe. Ganz viele Vorratskisten. Okay, dann war das andere. Diese Teile zurück zum Landplatz bringen. Wirklich eine falsche Fährte. Sind auch noch Kisten. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. So, aber von hier kann ich jetzt mit dem Seil wieder zurück, ne? Dafür ist das Seil gedacht. Ah. Wo ist es denn? Da. Ich hoffe es zumindest. Jawohl. Okay. Dann war es doch ein bisschen eine falsche Fährte, aber... Ist schon. Ich wollte jetzt eigentlich rüberspringen, aber so geht's auch. So, es sieht super schön aus, ne? Mal davon abgesehen, dass ich diese ganzen Unterwassersachen nicht mag. Aber schön ist es. Aber schön ist es. Ich hoffe, das funktioniert.
Gott. Ich wollte gerade sagen, wir müssen doch jetzt erstmal wieder unter Wasser, oder? Oh, habe ich denen einfach die Energiezellen geklaut? Also, einer noch. Na? Das sollte reichen. Wandert der lang? Ist jetzt irgendwo. Ich muss wieder da hinten rüber. Du hättest dich aber auch einfach direkt an ihn festklammern können, als er aufgestanden ist. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Ach Gott, ganz... der kommt gar nicht hier lang. Och, nö. Geht denn seine Route lang? Hat er gehofft, der kommt hier vorbei? Da hinten rum. So, ich hoffe, hier ist nicht unter Wasser auch noch irgendwelches Viehzeug. Moment. Hier sieht gut aus. Wenn ich an Land komme, kann ich vielleicht auf den Land springen. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Aber hier sprengen? Nee, das ist einfach die Gummi. Da kannst du hochklettern. Naja. Da drunter? Ach, Mann! Also du kannst dich da draufstellen, ja, aber hochklett. Fürchte ich. Wieder mal. Da ist halt die Leiter, da kann ich hochklettern. Moment, vielleicht kann ich ihn hinstellen. Und die Leiter runterschießen? Nee, das sieht schlecht aus. Ich sehe da unter Wasser. Doch unter Wasser. Da.
sieht's ja aus. Schön sieht's ja aus. So. Also. Ich müsste von hier aus auf den Mannheim springen können. Hä? Ach so, länger halten. So. Von hier? Naja. Ich habe noch so meine... Obwohl, da ist noch ganz relativ niedrig. Ja, also... Geschafft. Und jetzt hoch auf seinen Kopf. Wie denn? Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geben wir uns hier mal eine von den Quests. Wie komme ich jetzt zurück, ohne gefressen zu werden? Sind wir halbwegs richtig Richtung Küste? Ja. Okay. Können wir eigentlich die Rochen auch jagen? Naja, wie auch immer. So, ich würde sagen, das war's dann auch für heute. Wir haben den Langhals überbrückt. Juhu, juhu. Ey, das Wasser hier, von unten die Wellen sind noch richtig. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Juhu, juhu. Wir haben den Langhals überbrückt. Und als nächstes, ich gehe direkt zurück in die Stadt, würde ich sagen. Und da machen wir dann beim nächsten Mal uns auf und schauen mal, was es so für Quests gibt. Hier ist sogar ein Lager. Sehe ich das richtig? Da hinten. Genau. Ich? Da, tatsächlich, Unterschlupf. Ich hoffe, wir sehen uns dann, wenn ihr mögt. Bis dann, mein Lieben. Ciao, ciao.